Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Zumble. Ja, weiter geht's. Letzten Part haben wir so eine kleine Einleitung gekriegt, wurden hierher gelotst, mussten von Zombies abhauen und nun müssen wir uns raustrauen, noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ein paar haben wir schon getroffen, wir haben hier Licht angemacht und ja, jetzt müssen wir wieder raus. Die Frage, muss ich hier auflassen oder am besten zulassen? That's the question. Das ist die Frage, wann kommen die ersten Zombies? Denk mal, hier ist alles zu. Ein Zombie haben wir ja schon geschnetzelt. Ich kann mir aber noch alles angucken. Denk mal, hier gibt es aber nicht viel Geräusche. Also, hallo. Aber wahrscheinlich verbarrikadieren ist nachher ganz gut. Weil wahrscheinlich hier irgendwann Wellen reinkommen. Und ich muss mich schützen. Das kann gut nachher passieren. Plündern. Ist da was drin? Gar nichts. Gar nichts. Da was drin? Gar nichts. Ja, alles schon leer. Schieben. Oh, das kann man echt verbarrikadieren. Cool. Ne? Ja, aber man muss genau davor stehen. Okay. Was wird hier nachher passieren? Oh Mann. Nichts Tolles wird hier passieren. So dunkel alles. Kommt man nicht rein. Aber wenigstens haben wir eine Karte. Gott sei Dank. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Okay. Du bist aber nett. Ich muss da wirklich unten durch. Nutze im Bob 1, 2, 3 Gegenstände, um den Schnellplatzieren zuzugreifen. Au ja. Haben wir ja. Gut. Wir müssen dahin. Ich mach dir wieder zu. Ist die Frage, leben die noch? Ich mach's einfach mal tot. Muni, nimm mal mit. Sonst kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du einen. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Aha, noch. Lol, was ist das für ein Scanner? Ha. Okay, da ist zu. Da kommt man dann raus. Noch ist es ruhig. Oh. Das ist ja ein Gegner. Mist, da kommen welche. Check dein Radar. Check dein Radar. Wo sind noch mehr? Waren das alle? Es waren nur zwei Stück. Aber wenigstens ein Geschütz. Pam! Gerade noch was gehört. Ich mach alle tot. Kopf weg und so leben sie nicht mehr. Ist dahinter was? Türen. Aufheben. Oh, Bretter. Zum Verbarrikadieren. Was ist hier hinten? Ah, da geht's runter. Okay, da wollen wir aber nicht hin. Noch ist ruhig. Danke. Danke, Sir. Ah, oh je, da geht's nachher wahrscheinlich so ab. Aber wir müssen da rüben rein. Und da müssen wir noch gar nicht plündern. Warum haben die alle nichts drin? Was seid ihr für welche? Oh, Muni. Ein Zombie? Ja. Oder ist unten ein Zombie? Ah, da geht's wieder runter, okay. Komm her. Ach, da drin ist einer, hä? Tot!
Nein, nicht tot. Hey, Digga. Ey, da, wo ist Glas? Eh nur einer. Ich will eigentlich Muni sparen. Pam! Kopf weg. Oh, eine Kohle. Spülwasser. Sah aus wie eine Cola. Oben drüber. Wow. Plündern. Ja! Nein, nix. Nix, nix. Nix, nix. Hallo? Niemand. Bretter, nehmen wir mit. Plündern. Da haben wir die Keycard. Das ist sie. Nix. Ne Keycard. Barrikade entfernen. Hammer benötigt. Okay. Schließen. Okay. Jetzt gucken, wie viel jetzt kommen. Hallo. Ah, jetzt kann ich raus. Aber ich will erst unten nachschauen. Sicher noch mehr Zombies. Mäuse. 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 Pam. Leer. Immer schön den Kopf wegdreschen. Leer. Hallo? Ist ja jemand? Müll durchstöbern oder so. Kopf weg. Sind infiziert. Nicht, dass sie irgendwann aufstehen. Erster spritzt sich voll mit so Blut an. Das interessiert den gar nicht. Ich hab grad gedacht, der bewegt sich. Da wird er doch infiziert. Er hat ja genug Blut an den Händen. Okay, obwohl. Bei der Walking Dead ist es auch nicht so. Hör ich was? Ah, da brauche ich eine Keycard. Okay. Gut. Aufgeräumt. Na, Leute? Was ist los? Stompelschnetzeln. Gehen wir raus? Wahrscheinlich müssen wir raus. Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dean nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. Okay. Das ist echt krass, wenn man weiß, was kommt. Ist hier was? Sieht so PC-lastig aus. Aufheben. Pistolenmuni. Oh yeah. Das ist dunkel. Was? Nö. Was? Von wegen, komm. Der hat sich einfach umgebracht. Warum wohl, hä? Infizierter. Ach, da geht's dann runter. Okay, da muss man noch nicht hin. Infizierter. Aber ohne Kopf eben nicht mehr weiter. Kann ich nur schließen? Ein Zombie kriegt man wahrscheinlich verkloppt, aber wenn es mehrere sind. Es ist doch noch dunkel. Verarschen. Ah, da geht's raus. Okay. Buckingham. Shadwell. London Bridge. Hyde Park Corner. St. Paul's. Oh mein Gott. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Und man kommt nicht mehr zurück. Geil. Freue ich mich. So, und nun? Kann ich nichts machen. Plündern. In Wandschränken, in denen nichts drin ist. Hier was? Hallo? Hallo? Gib mir Zeug. Nein, auch nicht. Ja? Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Okay.
Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Jetzt kann ich kommen und gehen. Ach, die Kamera, da sieht er alles. Okay, da kommt keiner rein. Was ist in die Richtung? Ah, jetzt bin ich ganz draußen. Oh je. Kann ich auch kriechen? Wahrscheinlich nicht. Hanbury Green. Plündern. Gerne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst. Damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Da hinten auf jeden Fall. Was ist mit dem los? Dem ist nicht mehr zu helfen. Hier war auch Quarantäne-Zone, haben sie es ja probiert, hä? Wo sind das viele? Das Problem ist, gibt kein Schleichen, oder? Nein. Oh, es gibt kein Ducken, will sich verarschen. Wollen wir es, wenn die einen sehen, kommen die ja. Was war das? Oh Mann. Da hinten. Reicht das? Ja, reicht. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Bringt mir das was? Da hinten ist was. Das Problem, was ich habe, wie ist es, wenn ich schieß? Das Licht kann ich mal ausmachen. Schieß und dann die anderen das hören. Kommen die sofort angesprungen oder ist dann vorbei? Da hinten ist ein Zombie. Okay, hier ist nix. Hoffen wir, dass hier nichts ist. Ach, auch nichts drin. Auch nichts drin. Auch nichts drin. Da kann ich die tot kloppen. Komme ich nicht rein? Da muss ich eigentlich nicht hin. Ich muss da drüben hin. Na, Zombie? Auch nix. Kann ich den hauen? Kann ich den verprügeln? Pam! Okay, von hinten kriege ich ihn. Das ist gut. Von hinten kann man schnell töten. Okay, nix. Nix. Hier ist sonst auch nichts. Kann ich hier Autos irgendwas klauen? Nein, natürlich nicht. War das? Mach mal kurz zu. Schließen. Na, hallo? Hallo? Na? In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Aber nur manchmal. Gully? Abkürzung freischalten. Drücken! Gute Arbeit, Soldat. Cool, dann kann ich wirklich Abkürzung nehmen und dann nach Hause kommen, hä? Das ist noch nicht praktisch. Aber ich muss... Das war so klar. Wieso wusste ich das? Hab sie. Ich trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Tja, shit happens. Im Supermarkt? Wer ist im Supermarkt? Zombies. Was ist da drin? Gar nichts, natürlich. Ich hab gerade, sind Zombies? Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Okay. Scanner.
Suche einen Supermarkt zu gelangen. Brauche ich einen Supermarkt? Das. Okay. Okay, dann da an den blinden Stellen. Das sind ein paar Zombies, hä? Was war das? Leiter benutzen? Was? Ich kann da hoch. Ja. Leuchtraketen. Geil. Ja, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Nützlichkeit. Brickman Lands Markt. Aber einer ist ja meist nicht schlimm. Was passiert? Ich will es gar nicht benutzen. Ich will eigentlich... Bringt das was? Wow. Das hat viel gebracht. Die brennen. Aber viel hat es nicht gebracht. Doch, die verbrennt. Der andere? Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage. T. Da haben wir die Zombies angezeigt, so wie das aussieht. Gehen wir mal runter. Der Zombie ist ja verbrannt. Ha! Egal. Ich werde im nächsten Part erstmal hier weitergehen, denn es geht ja immer krasser zu. Vorbereitungen und so. Und ich will die Parts ja auch nicht ewig strecken. Das ist ja auch wieder blöd. Da würde ich mal sagen, nächstes Mal geht es weiter zum Supermarkt. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!